Grüß euch, hier ist wieder euer Udo. Ich bin hier mitten im Watt. Nicht ganz alleine. Die darf ich euch jetzt nicht zeigen. Ist eh genehmigungsmäßig. Ja, also ich bin jetzt hier richtig ganz alleine im Watt. Nicht ganz alleine. Also vielleicht 100 Meter von einem weg. Genau, richtig so schön hier. Was lebt im Watt und in Dangast musste ich feststellen, es gibt keine Wattwürmer, weil der Schlick hier in Dangast viel schleimiger ist, wie jetzt auf Norderney oder Spiekeroge. Unter den anderen ostfriesischen Inseln im Jadebusen gibt es Wattwürmer, aber wirklich wenig und nicht viele. Also vereinzelt kommen die vor. Dann haben wir Herzmuscheln gesehen, Pfeffermuscheln. Mehr haben wir heute nicht gefunden. 40 Leute waren wir, 3 Führer, 2 sicherheitstechnisch halt. Und jetzt geht's wieder zurück. Sie erklärt uns noch was. Die beiden warten schon auf mich. Udo hat natürlich mal eine extra Genehmigung gekriegt, dass er länger hinten rausbrechen darf. Also, geht's ins Watt. Seid herzlichst eingeladen. So eine Wattführung in Dangast ist so 8 Euro. Das ganze Geld wird für den Naturschutz in Dangast genommen. Es geht fließt nirgendwo anders hin und das ist natürlich schön. Euer Udo aus Wien in Dangast. Tschüss! Das ist Wilhelmshaven.